Bäm, und dann geht's auch schon wieder zurück. So, das machen wir jetzt mal so lange, bis die Mies weg ist. Das ist natürlich viel angenehmeres Arbeiten, so. Das könnt ihr ja sicherlich nachvollziehen. Als dieses andauernd laufen, warten, laufen, warten, laufen, warten. Deswegen ist natürlich die Frage, ob ich nicht vielleicht vorher mal ein bisschen in die Höhlen gehen sollte, um zu versuchen, eben diesen Ressourcenschatz zu finden. Zack. Okay. Wir sollten hier das Risiko einfach vermeiden. Deswegen machen wir erstmal diesen Zipfel hier weg. Geht's hier rüber. Bam, bam, bam. Alles klar. Kommt der Zipfel hier auch weg. Und dann machen wir da hier weiter. Einmal rein, einmal weg, einmal weg, einmal weg und zurück. Oh, die verreckt ja auch bald. Dann schauen wir mal, was wir dann machen. So. Ich weiß, den da hinten habe ich übersehen. Den machen wir halt nachher weg. Auf dem Rückweg. Okay, und jetzt ist die Mies weg. Und jetzt würde mich mal interessieren, einfach nur aus Neugier, ob ich mir immer noch so Rucksack, Medium Bag, zack. Okay, das funktioniert dann alles wieder. Alles gut. Okay, und jetzt würde mich interessieren, ob ich mir nochmal die Mies geben darf. Ah, das ist einfach nur das Recipe. Okay, das sind die Rezepte. Aber ich darf die mir jetzt nicht mehr geben, weil ja jetzt Creative weg ist. Wunderbar. Genauso wie es eigentlich sein soll. Beziehungsweise genauso wie ich es jetzt gerade doof finde. Weil ich jetzt natürlich wieder Klöppel, Klöppel, Klöppel machen muss. Aber wir könnten das natürlich als Gelegenheit nehmen. Ich habe Hunger nicht aktiviert. Entschuldigung, das machen wir mal schnell. Konfigurieren. Hunger. Deaktivieren. Aktivieren. Speichern. Spiel starten. Wieso funktioniert jetzt Hunger nicht mehr? Okay. Habe ich mir eine neue Hunger geholt? Das können wir eigentlich auch noch machen. Habe ich Advanced Spawning noch drin? Nee, habe ich nicht mehr, ne? Okay, dann muss ich mir das später nochmal aktivieren. Das sollte ich mir vielleicht aufschreiben, die Gedanken. So, und dann werde ich auch in der nächsten Aufnahmesitzung werde ich dann wahrscheinlich ein paar von diesen, also Advanced Spawning, Unified Inventory haben wir ja schon aktiviert, wobei, also so wie es momentan aussieht, brauche ich das eigentlich gar nicht mehr. Früher war das alte Inventory halt ziemlich, na ja gut, man könnte halt mehr Taschen haben, ja, man kann mehr Inhalte mitnehmen. Ach, keine Ahnung, also nach Hunger suchen. Vielleicht modernisieren. Modernisieren. Das geht ja über das Online-Ding ganz einfach. Und das lassen wir jetzt erstmal. So, und ich bin gerade am Überlegen, wenn wir jetzt hier dieses Problem haben.
mit dieser blöden Spitzhacke, dann kann man ja eigentlich auf die Idee kommen und sagen, hey, wir begeben uns mal auf eine kleine Abenteuerreise. Ach, ich habe Schaden nicht aktiviert. Nicht Server hosten, Schaden einschalten. Genau. So muss es sein. Ich war jetzt am Überlegen, hey, wir können doch jetzt auf eine kleine Abenteuerreise gehen. Ich schnapp mal mein Inventar. So. Können mal auf eine kleine Abenteuerreise gehen. Da hinten haben wir ja irgendwo eine Höhle. Hier übrigens auch. Aber nur bis da. Okay. Schon allein wegen diesem Gezuppel müssen wir eigentlich die Höhlen ausheben. So, ach, da ist er. So, Entschuldigung bitte. So, also wir haben da hinten ja ein bisschen einen Zugang in die Unterwelt. Ich formuliere es mal so. Wo waren die jetzt? Ah, da. So, das ist ja der Zugang zu unserer unteren Ebene hier. Und das ist ja unser Zugang in die Unterwelt. Und da müssten ja jetzt Monster rumfahren. Und da müsste es ja hoffentlich auch habe ich nicht die Mobs aktiv? So, jedenfalls müsste es da ja offenbar habe ich keine Mobs. Naja, gut, ist egal. Dann ist erstmal egal, dann lassen wir halt die Spitzhacke. So, und wir würden uns dann nämlich hier ein bisschen in diese Höhle weiter vertiefen, weil es hier einfach ein paar Dinge gibt, die wir gerne hätten. Zum Beispiel den Schotter da oben. Und die Kohle natürlich. Also Kohle wollen wir ja eh möglichst viel haben. Ich bin aber auch immer ein Freund davon, Schotter mitzunehmen. Und deswegen würde ich halt ganz gerne eigentlich hier ein bisschen auf. Habe ich Erde dabei? Ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, Monster habe ich offenbar keine. Aber jetzt haben wir offenbar ein Monster. Irgendwo fährt eins rum. Und es klang mir nach so einem Lava-Monster. Was ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal gerne machen wollen würde, wäre, wir haben jetzt Kohle. Wäre zumindest. Schnauze. Okay, wären zumindest so ein paar Fackeln. Sieben müssten wir ja machen können. Okay. So, die brauche ich. Die Axt brauche ich hier wahrscheinlich nicht. Eins, zwei, drei. Okay. Und dann wäre das so. 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 Und dann würde ich ganz gerne noch die Erde hier hinpacken. Machen wir so. Damit wir nämlich nach da oben kommen. So. Gut, und das wäre dann die 6. Und dann sind wir bei der 3.
können wir jetzt hier wirklich einfach den Schotter alles abarbeiten. Und eröffnen uns dann vielleicht völlig neue Höhlenräume. Da müssen wir halt mal gucken, was es da so gibt. Aber wir sammeln auf jeden Fall jetzt erstmal Schotter ein. Schotter kann man immer gebrauchen. Okay. Da ist auch noch Schotter. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen in die Tiefe hier gehen, um zu gucken, ob ich auch den ganzen Schotter eingesammelt habe. So, deswegen da nochmal weg, da nochmal weg, da nochmal weg. Ah. So. Dann machen wir dich nochmal weg, dich nochmal weg, dich nochmal weg, dich nochmal weg, dich nochmal weg. Auch von mir aus. Das ist dann nicht die Welt jetzt. Also neue Spitzhacke und neue Schaufel. Zack. Kommt denn der Flint her? Ja gut, ist gerade egal. Ich würde jetzt gerne eigentlich mal eine Fackel an die Wand setzen. So. Okay. Dann setzen wir die Fackel halt da an die Wand. Habe ich die jetzt zerstört? Hatte ich nicht 29? Ne, 4. 4 mal 7 gibt 28. Ja, passt alles. Sorry. Okay. Zack. 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 So, also wie gesagt, wir sammeln jetzt hier ein bisschen Schotter ein einfach. Dann können wir hier vielleicht auch noch das Gezuppel wegmachen. Ich hoffe ja nur nicht, dass ich da nicht auf die andere Seite komme. Ja gut, dann müsste ich es aber durch die Wand leuchten sehen, ne? Ja, okay, der Schotter ist jetzt eh rum. Da gibt es aber noch Kohle. Die würde ich auch gerne mitnehmen. Okay. Dann würde ich gerne dich wieder mitnehmen und dann würde ich gerne hier sagen, wir gehen hier wieder runter. Super. Und dann haben wir hier so ein bisschen rumgewurschtelt. Da wäre ja die Lava. So. Was ich jetzt am Überlegen bin, ist, ob ich hier. Ob ich hier jetzt eigentlich wirklich sowas mache wie in den Berg gehen, um mal zu gucken, wo wir rauskommen. Also. Wir können natürlich auch hier hinten sagen. Vor allem haben wir da Metall und alles. So, da unten waren wir ja auch noch gar nicht. Also hier gibt es vor allem auch noch Ressourcen, Ressourcen, die ich halt echt gern hätte. Da hinten, da sind ein bisschen. Naja. Dafür müsste ich halt noch ein bisschen Glas bauen. Ich will hier halt Glas nehmen, ich will da nicht irgendwie Stein drüber bauen oder Erde drüber bauen oder irgendwie sowas.
wenn wir mit Glas halt das Licht weiter nutzen. Und was ich da unten halt faszinierend finde, warte mal, kann ich eigentlich Glastreppen bauen? Da hinten war ich auch noch nicht.